Bray Wyatt wird schon bald wieder zurück ins TV-Geschehen der WWE kommen können. Wyatt wird mit seiner Wyatt Family als Faces zurückkehren. Seine Verletzung benötigte lediglich 4 bis 6 Wochen Auszeit. Rich Brennan, der als WWE-Kommentator und Moderator arbeitete, wurde nun von WWE entlassen. Bei den vergangenen NXT-Tapings debütierte Eric Young bei WWE. Dieser ist ein ehemaliger TNA-Star, der nun bei NXT zu sehen sein wird. Enzo Amore und Colin Cassidy sollen vielleicht in Zukunft nur in Enzo und Cass umbenannt werden. Diese Namensänderungen waren in der Vergangenheit nach Main-Roster-Aufstiegen von NXT-Talenten häufig zu sehen. Ric Flair wurde diese Woche kurzzeitig am Flughafen festgenommen nach den SmackDown-Tapings. Vermutlich hatte er zu viel Alkohol konsumiert. WWE hat nach Kathy Kelly eine neue Moderatorin mit dem Namen Andrea DeMarco unter Vertrag genommen. Rey Mysterios Lucha Underground-Vertrag wird 3 Staffeln lang gehen, somit wird Rey bis Season 4 bei Lucha Underground bleiben. WWE will im Laufe des Jahres eine Wiederbelebung der Wargames-Matchart stattfinden lassen. Dieses Wargames-Match wird aber vermutlich einen neuen Namen bekommen, da War nicht ins PG-Produkt der WWE passt. Seth Rollins wird eventuell bei Payback 2016 am Sonntag zurückkehren. Innerhalb der WWE soll man mittlerweile viele Szenarien zu einem möglichen Rollins-Return durchgehen und sich auf eins festlegen. Allerdings könnte es auch sein, dass Seth Rollins erst in kommenden Wochen zurückkehrt.